Hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du hier auf unserer Webseite gelandet bist. Wir finden das sehr, sehr cool, dass du dich auch für das Thema Ehe und Beziehung interessierst. Und wir beide sind Tim und Dann und ich bin 24 Jahre alt und der Tim ist schon 27 Jahre alt. verdammt alter Sack. Schon so langsam merkt man, dass man doch älter wird. Wir sind einfach, oder wir wollen mit diesem Projekt Brave and One, wollen wir einfach. Also wir haben im Moment aktuell in Deutschland eine Scheidungsrate von 40%. Und wir sind einfach der Meinung, dass dieser Zustand absolut untragbar ist. Und wir wollen einfach dagegen ankämpfen, weil wir einfach ein super schönes Bild von Ehe haben, von ja, dass man so als Team einfach zusammenarbeitet, dass man in eine Richtung geht. Und das wollen wir dir hier auf den ganzen, in den ganzen Bereichen, die wir hier auf diesem Blog haben, ja, einfach mit dir teilen. Bei Brave in One ist halt unsere Vision dahinter, dass Brave als mutig, dass wir eine mutige Ehe führen, dass wir ein mutiges Leben leben, dass wir Lust darauf haben, eben Entscheidungen zu treffen, die jetzt vielleicht nicht immer so sicher und komfortabel sind, sondern zu gucken, dass man ja mutig durchs Leben geht und mutige Entscheidungen trifft. Deswegen haben wir das Wort einfach auch mit in den Namen reingenommen, weil es das einfach total wichtig ist. Unser Trauvers beruhte auch drauf und genau, der war eigentlich relativ leichtfertig ausgesucht, aber beschäftigt oder ja, begleitet uns halt einfach immer noch unheimlich. Und genau, One steht halt einfach dafür, dass wir eins sein wollen. Eins als Team und ja, wollen halt so durch die Welt gehen, mutig und als eins, quasi als eine Einheit. Und das ist total wichtig, aber auch natürlich total herausfordernd, sowas erstmal zu schaffen, auch auf lange Sicht. Zu gucken, dass man ja eine Einheit, ein Team bleibt. Und das sind halt, ja, das ist unsere Mission, das ist unser Wunsch für uns natürlich auch. Und wir sind dafür noch relativ jung. Wir sind jetzt fast 2 Jahre verheiratet Und 7 Jahre und zusammen. fast 7 Jahre zusammen, genau. Also es ist schon eine Zeit, klar, es ist nicht wenig, aber wir sind jetzt noch keine 30 Jahre verheiratet. Aber trotzdem ist das einfach unser Wunsch für uns und wollen einfach mit euch daran arbeiten, dass wir das schaffen, dass ihr das schafft. Und dass man da an einer langen, guten Ehe und gesunden Ehe dran arbeitet. Für uns ist das Ganze auch ein Prozess. Wir wollen einfach auch selber an unserer eigenen Beziehung arbeiten, einfach da auch weiterkommen und einfach ja eine gute Ehe führen. Und wir nehmen dich einfach auch so ein bisschen mit rein in unseren eigenen Prozess. Das heißt, alles, was du hier auf dieser Seite findest, alles, was du in unserem Podcast findest, das sind alles Inhalte oder Dinge, die uns irgendwann mal selber beschäftigt haben. Und Und uns dann halt auch geholfen haben. genau, und uns dann auch geholfen haben. Und die Sachen wollen wir einfach zusammen, ja, hier auf diesem Blog sammeln, zusammenfügen und für dich einfach zur Verfügung stellen. Und wir würden uns mega freuen, wenn du Teil der Community wirst, wenn du ja mit Teil von dem ganzen, von der ganzen Bewegung oder von dem ganzen, was wir uns einfach wünschen, Das wird wirst. ein Movement. Nein, aber wirklich, wir wollen, haben wirklich die große Vision, dass wir Deutschland damit so ein bisschen verändern und ja, die Vorstellung von Ehe ein bisschen revolutionieren und haben mega Bock drauf, dass du mit dabei bist und brauchen dich einfach auch, dass du einfach mit deinem Partner auch andere ermutigst Genau. und dass wir einfach dadurch eine richtig starke Community werden. Das ist einfach unser Wunsch und ja, möchten Genau. das halt so ins Leben rufen. Und in dieser Community wollen wir einfach auch anderen Menschen zeigen, dass wie Ehe gelebt werden kann. Es ist nichts Altmodisches, es ist kein Konstrukt oder sonst irgendwas, Nichts sondern es Negatives. ist was Lebendiges. Und diese Lebendigkeit, diesen Mut, den wir auch in unserem Namen haben und irgendwie gemeinsam in eine Richtung zu gehen als Einheit. Das steht für uns über all dem Ganzen. Und ja, dazu wollen wir dich hier auch inspirieren. Und wir ermutigen dich einfach auch, diesen Lebensstil oder dich einfach so ein bisschen damit auseinanderzusetzen und dann auch wieder andere Paare dazu ermutigen einfach. Ehe ist nichts Starres, nichts, man geht Das Leben, heiraten, man heiratet und ist damit fertig. Das ist nicht so. und das Leben ist danach auch nicht vorbei und man muss sich dann auch. Also das ist so, ich weiß nicht, da ganz viele haben da einfach ein ganz falsches Bild von und wir finden es einfach total gut, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ja, zu dem Partner gehöre ich und ich zeige das auch der ganzen Welt, in denen man heiratet und versucht halt daran zu arbeiten, Sachen zu reparieren und nicht einfach wegzuschmeißen. Und deswegen wollen wir da einfach ja mega reingehen und freuen uns, wenn du mit dabei bist. Und wenn du jetzt schon sagst, okay, du hast mega Bock zum Beispiel an deiner Ehe zu arbeiten, worum es ja hier geht,
dann haben wir ein kleines Geschenk für dich vorbereitet, beziehungsweise ein kleines, ja, wie soll man es nennen, ein kleines Gadget, womit ihr direkt anfangen könnt. Ja. Und zwar haben wir, wenn du in die Menüleiste mal reinguckst, dann gibt es einen Punkt, da kommst du zu einem Kurs, zu einer Challenge besser gesagt. Und mit dieser Challenge wollen wir dich und deinen Partner einfach herausfordern, ja, an deiner Ehe einfach zu arbeiten. Das ist eine Challenge, die dauert eine Woche lang, 7 Tage. Ja. Du weißt nicht, was passiert, du weißt teilweise nicht, was dein Partner für eine Challenge bekommt. Aber es bezieht sich immer auf Ehe, auf eure Ehe. Und soll euch einfach darin stärken, eure Ehe einfach besser zu machen. Ja, einfach genau, darin rein zu investieren, dass man einfach eine gesunde Ehe hat. Natürlich, es sind nur 7 Tage, also es kann vielleicht eure Ehe nochmal auf den Kopf stellen, muss aber vielleicht einfach nicht, aber es sind einfach schon so ein paar gute Dinge mit dabei, wo man einfach total viel schon ja ins Reden kommt, wo man ein paar Überraschungen mit dabei hat. Also es ist auf jeden Fall, es lohnt sich. Genau, also schau dich einfach hier oben auf unserer Seite, schau oder hör besser mal gesagt in unseren Podcast mal rein. Da sind auch sehr, sehr viele coole Inhalte. Und genau. Wir freuen uns einfach, dass du hier bist, dass du uns deine Zeit schenkst, dass du einfach hier uns deine Aufmerksamkeit schenkst. Und schau dich einfach um. Wir freuen uns, dass du da bist. Und tritt gerne mit uns in Kontakt, wenn du möchtest. Du findest oben auch in der Menüleiste ein Kontaktformular. Wir freuen uns über jede Nachricht, über jede Mail, die uns erreicht. Und sind jetzt zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr sicher, dass wir auch jede beantworten können. Wer weiß, wie lange das noch so ist. Also, in dem Sinne, schön, dass du hier bist und wir freuen uns darauf, von dir zu hören. Tschö! Tschö.